Moin ihr Lieben, ich bin Patrick von Laien, Fotograf, Videograf, Bildbearbeiter, Käppi, Mützen und Bartträger. Und in diesem Video geht es um die Frage, welche Kamera soll ich mir kaufen? Ich will jetzt auch anfangen zu fotografieren. Was kannst du mir empfehlen? So wird mir die Frage sehr, sehr oft gestellt. Und ich möchte das Thema gerne mal so beantworten. Aus meiner Sicht, aus meiner Erfahrung, wenn ich jetzt heute nochmal anfangen würde neu, wie würde ich jetzt rangehen? Starten wir einfach mal. Ich würde erstmal schauen, welches Budget habe ich wirklich zur Verfügung. In den meisten Fällen, das hat sich ja in letzter Zeit gezeigt, die meisten sind bereit so um die 500 Euro, vielleicht auch mal hoch bis 1000 Euro gehen. Aber bleiben wir mal bei so um die 500 Euro. Und dann würde ich erstmal schauen, okay, eine neue Kamera sehr, sehr unwahrscheinlich. In dem Bereich würde ich sagen, nee, kauft euch lieber eine gebrauchte, dann habt ihr ein bisschen mehr und startet erstmal. Ich würde erstmal starten zu fotografieren, würde vielleicht versuchen, das ein oder andere Budget noch freizuhalten, vielleicht für einen Fotokurs, vielleicht für ein gutes Buch, ein Tutorial und dann würde ich erstmal fotografieren, weil dann merke ich erst, was will ich denn wirklich fotografieren, welchen Bereich. Am Anfang fotografiert man ja alles, was einem vor die Linse kommt. Dann fotografiert man mal die Freundin, mal jemanden aus dem Bekanntenkreis, dann fotografiert man Landschaften, Blumen, whatever. Ne? Das ist ja sehr, sehr oft bei den Leuten noch nicht klar oder bei mir dann halt auch nicht, gerade wenn das Thema Fotografie ja neu für einen ist. So würde ich dann halt erstmal mit einer gebrauchten einfach loslegen, parallel dazu einfach in das Thema einarbeiten, vielleicht auch mal eine gute Fachzeitung, wie gesagt, ein gutes Buch lesen, rausgehen, fotografieren, nachmachen und dann werde ich irgendwann schon sehr, sehr schnell selber für mich herausfinden, was stört mich jetzt vielleicht an der Kamera? Was finde ich gut? Was ist mir wichtig? Fotografiere ich jetzt doch irgendwie einfach mehr Sport? Ist mir ein Autofokus wichtig? Fotografiere ich nur Landschaften, wo mir der Autofokus eigentlich in Anführungsstrichen relativ egal ist? Und dann würde ich erst bei der zweiten Kamera, die ich mir kaufe, da würde ich dann halt erst weiter auf die technischen Sachen eingehen und mir da halt mehr Gedanken um die Technik machen. Weil, wie gesagt, am Anfang ist das ja erstmal ein Beschnuppern und man sollte auch nicht die Angst haben, weil ich kenne das ja selber, man gibt dann halt irgendwie eine 500 Euro ist ja jetzt auch einfach nicht nichts. Ne? Man möchte ja jetzt halt auch einfach das Geld nicht verbrennen. Macht euch aber keine Sorgen, ihr werdet ja die Kamera irgendwann zwangsläufig, wenn ihr euch eine zweite, neue kauft, auch wieder verkaufen und das ist ja auch kein Problem. Man kann sie ja auch wieder verkaufen, ne? Und dann ist gut, dann hat man vielleicht mal unterm Strich 150 Euro für ein Jahr, sage ich mal als Beispiel, Fotografie ausgeben, aber ist dann halt so, aber ist ja auch nicht dramatisch. Aber auf jeden Fall würde ich so an das Thema rangehen und dann würde ich, wie gesagt, bei der zweiten Kamera in den Fachmarkt gehen, würde die mal in die Hand nehmen und würde mal sagen, okay, na, das und das Modell ist es jetzt, würde mich beraten lassen, na, was habe ich vor, das weiß ich ja dann viel, viel besser. Dann kann ich auch schauen, welches Zubehör gibt es für das Kameramodell oder für dieses Kamera-Universum und bin ich da dann für die Zukunft mit gut aufgestellt. Bei der ersten Kamera, wie gesagt, kann das alles wegklettern. Ja. Einfach anfangen, machen und gut ist. Wie gesagt, meine Empfehlung, Preis-Leistung, womit man gut starten kann, ist die Sony A6000. Das habe ich schon vor Jahren empfohlen und ich finde die immer noch super zum Anfang. Ne? Wie gesagt, ist klein, kompakt erstmal. Und damit kann man, glaube ich, ganz gut starten. So viel dazu. Und wenn ihr Fragen habt oder sonstiges, schreibt mir gerne in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, schicke dir, lasst euch gut gehen und viel Spaß beim Fotografieren. So.